Okay, ein wenig Hilfe wäre schön gewesen. Hätte meinem Rücken gut getan. Thank you.
Das ist ja alles schön und gut. Aber sollte sich das nicht besser Gart anhören? Er hat schließlich angefangen und muss sich entschuldigen. Es geht nicht immer darum, wer recht hat oder angefangen hat, Gwendolyn. Bist du einmal ruhig auf Gart zugegangen? Es könnte sich lohnen. Willkommen im Rätselraum. Das ist mein Lieblingsrätsel, wahrscheinlich, weil ich es mitentworfen habe. Toll. Was bin ich? Ich habe einen Kopf, aber keine Arme. Ich habe keine Beine, aber dafür eine Kehrseite. Wollt ihr das Rätsel nochmal hören? Ich habe einen Kopf, aber keine Arme. Ich habe keine Beine, aber dafür eine Kehrseite. Was bin ich? Das da. Wollt ihr das Rätsel nochmal hören? Ich habe einen Kopf, aber keine Arme. Ich habe keine Beine, aber dafür eine Kehrseite. Was bin ich? Tja, ich würde euch gern die Antwort geben, aber ich halte mich an die Regeln. Braucht ihr noch lange? Immerhin wartet eure Familie auf euch. Gebt es nicht mir. Platziert es auf dem Altar im nächsten Raum. Habe ich das heute etwa gegessen? Das ist korrekt. Aber ganz so leicht wird es nicht bleiben. Ich habe hier noch ein Rätsel für euch. Nur weiter. Was bin ich? Jeden Morgen verliere ich meinen Kopf und jeden Abend erhalte ich ihn zurück. Nicht viele schaffen es aus diesem Raum. Korrigiere. Nicht viele schaffen es lebendig hier raus. Zwei gelöst, aber wir fangen gerade erst an. Meine Herren, auf ein Wort bitte. Dann mal los. Was bin ich? Mich gibt es in verschiedenen Formen und Farben. Teile von mir sind rund und andere gerade. Unser Bild kann klar sein, doch wir verschleiern es gern.
Ihr seht so aus, als könntet ihr einen Hinweis gebrauchen. Leider hat der Kundendienst... Opa, meinst du, ich bin bereit für mein erstes Abenteuer? Aber sicher, Liebes. Aber natürlich nur, wenn es dein Vater erlaubt. Wisst ihr, euer Umhang ist gar nicht so erlaucht. Ich frage mich, was dieser kleine Hausierer nur an ihm gefressen hat. Bitte versucht es bei den Rätseln nicht mit Gewalt. Ich glaube fest an Kopf statt Kraft. Euer Majestät, wenn ihr euch beeilt, schafft ihr es auf die Bestenliste. Ihr könnt immer noch den vorletzten Platz erreichen. Ich musste nur ein Objekt auf einmal tragen, also legte ich eins zurück. Nun, ich will euch nicht enttäuschen, aber mit der Zeit schafft ihr nicht mal den vorletzten Platz. Bravissimo. Aber es geht weiter. Gebt es mir. Was bin ich? Ich bin eines Königs würdig, geschmacklich ein Gedicht. Mich gibt's dick oder dünn zum Frühstück, Grahams Lieblingsgericht. Ihr wisst, dass sie irgendwann das Licht ausschalten, oder?